Herzlich willkommen zurück bei Herr der Ringe, der Krieg im Norden. Wir sind ein Zwerg. Auf dem Berg, tief im Wald. Gewalt gegen Kästen, immer wieder. So, was bist denn du? Drücke A, um zu benutzen. Ah, hier. Ein Händlerstand. Alles, was schlechter ist, kann weg. Das bleibt, das bleibt, das bleibt. Weg, weg. Weg. So, kaufen. Eine Kopfbedeckung haben wir noch nicht. Schultern. Nur Lehrmeister, also warum nicht? Alles schlechter. Nur Waldläufer. Ist auch nicht gerade so geil. Bisschen Gesundheit. Einhandschwert? Nee. Stab. Nur Lehrmeister? Nee. Die Hosen sind besser. Plus 10 Gesundheit, plus Rüstung, plus 10. Also her damit. Das ist alles schlechter. Gut. Jetzt hat er auch meine Kopfbedeckung. Und die Hose war noch. Plus 10 Gesundheit. Kann man immer brauchen. Gesundheit immer gut. So. Ach, ich habe hier einen Ring. Wusste ich gar nicht. Da gucke ich doch gleich nochmal. Noch einen Ring. Machen wir einfach mal um. So. Neue Hosen, neuer Helm, neuer Ring. Hm. Einzelstandardangriff zu gewissen Schaden. Natürlich bin ich da immer ganz weit oben. Ich bitte euch. Bogenschützen! Und zwar schnell. Belaram ist in Gefahr. Ach, wir können die Maschinen einfach von der Mauer stoppen. Aber trotzdem erstmal Gewalt gegen Kisten. Das ist nun ein Knackpunkt hier. Jetzt hau doch mal ab, geh doch mal aus dem Weg. Das ist ja ekelhaft. Heilung. Münzen, yay. Was ist das für eine Teufelei? Ein zaubernder Goblin. Achtung, da oben, das Dach stürzt ein. Oh. Hat sich erledigt für den Zaubernden. Auf den Kopf, Junge. Auf den Kopf, Junge. Neues Geheimnis entdeckt. Alter, wie viel kommen denn da? Nochmal hier Gewalt gegen Kisten. Der Kleine hebt das Riesending. Ich werde ja bescheuert. Tschüss. Speckpulver oben auf dem Turm. Diese Ruinen sind nicht solide. Soll das jetzt ein Hinweis gewesen sein, ja? Das war jetzt Achtung, da oben, das Dach stürzt ein. Schon wieder so einer. Das wird nicht.
Ja, der Zaubern ist wieder. Tschüss. Schnipp, schnapp, Beinchen ab. Diese Ruinen sind nicht solide. Ich weiß, das hast du schon erwähnt. Lasst uns diese Kriegsmaschinen von der Mauer stürzen. Ich bin dabei, ich bin dabei. Tschüss. Ah, hier noch Kisten. Bei der. Diese Narren da unten haben die Adler entkommen lassen. Dieses Mal schießen wir um zu töten. Kopfschuss. Da muss ja an die Front gehen. Kopf ab. Rück raus, was du hast. Ich nehme dir gern alles ab. Easy going. Naja gut, jetzt noch. Ich nehme einfach alles mit. Stiefel sind besser. Die Stiefel waren besser, also habe ich sie auch angezogen. So wie sie es gehört. So, Mann, ich musste das echt abgewinnen. Nochmal hier, noch mehr die Kisten verprügeln. Ja, Bolzen, das ist immer gut. Ich habe jetzt noch einen verballert. Weiter geht's. Vier Headshots bloß, oh Mann. Finde die Söhne Elronds. Die Mauer ist frei. Gut gemacht. Ich kann ungehindert fliegen. Aber andere kämpfen noch in der Stadt. Womöglich brauchen sie unsere Hilfe. Könnten es Elronds Söhne sein? Ich weiß es nicht. Doch sie ziehen mit List voran und hinterlassen eine lange Spur von getöteten Feinden. Das klingt in beiden Fällen nach Eladan und Elro hier. Wahrscheinlich ziehen sie in Richtung der Zitadelle, genau wie wir. Lasst uns weiterziehen. Vielleicht treffen wir mit ihnen zusammen. Ich werde euch von oben Deckung geben. Auf offenem Feld kann ich gegen unsere Feinde zuschlagen. Ruft nach mir, wenn eure Not groß ist. Und schon wieder hier so ein Kaufen, Verkaufen. Ist aber bloß eh ein paar Stiefel, was ich weghaue. Ach, hier so einen wertvollen Kram einfach mit weg. Umso mehr Geld habe ich, desto mehr Zeug kann ich holen. Der ist schon wieder besser. Schultern hat er noch gar keine.
Schlechter. Gleich. Oh, neue Axt. Zweihändiges Schwert. Mal gucken. 32, 50, 25, 45. Zweihandhammer. 35, 47. Nö, nehme ich das Schwert. Das ist besser. Ah, keine Kohle mehr. Moment. So, das ausrüsten, das ausrüsten. Das Schwert ausrüsten. Ein Zwerg mit Schwert. Verkaufen. Zack. So, kaufen. Reicht immer noch nicht. Ah, egal. Die Hose gibt eh 10 Gesundheit mehr. Und das sollte man nicht so einfach. Seht, da sind Eladan und Elro hier. Beschützt die Elben! Drängt den Abschaum zurück! Ein Zwerg! Hey, wir müssen Eladan und Elro hier folgen. Vielleicht brauchen sie Hilfe. Ein Zwerg hat gesagt, beschützt die Elben. Ein Zwerg sagt, schützt die Elben. Das ist aber nicht so, wie Zwerge und Elben sich eigentlich verstehen. Das war mir jetzt auch neu. Oh, dieses Geschrei. Das, ist das denn nötig? Alter, wo haben die denn den gesehen? Hör auf zu blocken, du Sau. Es ist gut, einen Adler an seiner Seite zu haben. Ich hab Adleraugen, mein Freund. Euch zeige ich's, Alter. Dies wäre ein guter Zeitpunkt, um die Adler zu rufen. Wie hat er das gemacht? Anders hätte ich jetzt, glaube ich, auch die Tür nicht aufgekriegt, schätze ich mal. Das Schwert ist gut. Passt zwar nicht wirklich so zum Zwerg, so ein Schwert, aber wenn's hinhaut. Aua. Ja, braucht er. Ist am Boden. Schnell, hilf hier. Wer hat Sprengstoff? Huch, kommt ihr denn her? Spüre meinen Zorn und die Verzweiflung. Auf den Kopf, Junge, auf den Kopf, ey.
mitten im Kampf erstmal looten gehen. Was, du lebst noch? Ach so, meinst du das, ja? Kopfschuss. Aber warte, was ihr könnt, kann ich schon lange, hoffe ich doch mal. Mal gucken, ob das klappt. Es wird dich niederstrecken. Geil. Bogenschützen auf den Dächern. Nicht mehr lange. Kerze, was soll die mit einer Kerze? Mitgenommen. Was das? Da kommt keiner mehr. Da scheint es jetzt gewesen zu sein, hoffe ich doch. Ich habe Level up. Wieder Auto. Da wollte ich hin. Das hat da beibehalten. Gut. Nein, das gewöhne ich mir jetzt auch nicht noch an. So. Ich hoffe, das war's jetzt hier gewesen. Ja, so anstrengend, eine Kiste aufzukloppen, ne? Freundchen. Meins. Das klingt nicht gut. Schätze ich mal. Weiter geht's. Ein Troll, seid vorsichtig! Bitte was? Aua! Heilmittel, Helm des Speers. Bleibt sich gleich. Ach stimmt, ich habe von Hose gekriegt. Die ist besser. Aber die ist hier bloß in Gesundheit. Geben. Das ist für Waldläufer. So, damit die auch was kriegt. Sollen ja nicht zu kurz kommen, die Bienen, ne? Weiter geht's. In den Kopf. Da kommt jemand. Einen Troll im Kampf zu besiegen. Das ist eine beachtliche Leistung, Freunde. Es scheint, wir stehen auf der gleichen Seite. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen.
Erlaubt uns, euch zu helfen. Zahl der Stürze im Kampf. Oh, scheiße. Bin ja einmal hingestolpert. Andriel, bist du das? Hallo, meine Freunde. Mir wurde gesagt, dass ihr vielleicht hier seid. Ich freue mich, euch zu sehen. Erlaubt mir, euch meine Gefährten vorzustellen. Eradan von den Dúnedain und Farin vom Erebor. Dies sind Eladan und Elro hier, die Söhne von Elrond Halbelb. Es ist eine Freude, die Bekanntschaft solch geschickter und mutiger Krieger zu machen. Habt ihr drei den großen Adler befreit? Jawohl, Beleram ist sein Name. Das hast du gut gemacht. Aber was führt dich nach Fornost? Ich bin Farin vom Erebor und Aragorn hat mich hergeschickt. Doch warum sandte Aragorn euch nach Fornost? Hat er von der Goblin-Streitmacht hier erfahren? Dies ist weit mehr als eine kleine Ansammlung von Goblins. Wir waren bei den Waldläufern an der Sarnfurt, als wir von schwarzen Reitern aus Mordor angegriffen wurden. Das sind grausige Nachrichten. Aber das erklärt noch nicht, warum Aragorn euch hierher gesandt hat. Entschuldigung, ich habe gerade mal was schnell geguckt. Die schwarzen Reiter stecken mit einem Mann namens Agatha unter einer Decke. Er ist der Anführer dieser Streitmacht. Ich fange an zu verstehen. Aragorn will, dass du Agandar ablenkst. Ja, das ist unser Auftrag. Aber nachdem wir uns zusammengeschlossen haben, können wir mehr tun, als ihn nur abzulenken. Lasst uns den Kopf von dieser Schlange von Sauron abhacken. Eine gute Idee, aber wie wollen wir ihn finden? Er ist sicher in der Zitadelle im Herzen der Stadt. Wir müssen versuchen, dorthin zu gelangen. Keine einfache Aufgabe inmitten dieser Ruinen. Und eine Menge Orks und Goblins werden versuchen, uns aufzuhalten. Sollten wir getrennt werden, kämpft euch zur Zitadelle durch. Dort sammeln wir uns für unseren letzten Angriff. In Ordnung. Lasst uns aufbrechen. Folgt uns! So, aber das machen wir, schätze ich mal. Ihr wisst es ja, in der nächsten Folge. Tschüss!